Hallo zusammen. Moin. Heute stehen wir hier zum Thema. Zum Thema? Du wolltest was vorbereiten. Nein, du? Okay, wir machen es wie immer. Okay. Zufall. Es wird heute die Tixotropie. Ja, sehr schön. Und wie tragen wir das Ganze vor? Das darfst du jetzt entscheiden. Okay. Als Gedicht. Als Gedicht. Kein Problem. Das fürchtet mich nicht. Ja, das kann ja was werden. Hallo zusammen. Ich heiße nicht nur Lukas, sondern euch auch herzlich willkommen. Hier sitzen wir nun mit Fachtheorie, um euch zu erklären, die Tixotropie. Bestimmt hat es jeder schon einmal erlebt, dass der Ketchup sich nicht aus der Flasche bewegt. Erst wenn ich sie schüttel, dann geht es gleich schneller, dann landet die Soße im Nu auf dem Teller. Und genauso ist es bei Lack und Lasur. Aber bei welcher Arbeit tangiert euch das nur? Wer kennt es nicht an der Dachuntersicht? Dort wird gestrichen und geschuftet, bis es frisch nach Farbe duftet. Doch irgendwann, dann läuft mitunter die ganze Suppe den Arm hinunter. Dann wird einem klar, hier stimmt etwas nicht. Der nächste Klecks, verdammt, im Gesicht. Da muss es doch was Besseres geben. Die Frage ist, wie kann ich es beheben? Hier kommt die Tixotropie ins Spiel. Die hilft an dieser Stelle sehr viel. Es gibt nämlich Farben, und das ist ein Ding. Die verhalten sich zuerst wie Wackelpudding. Erst wenn man sie rührt, dann wird einem klar, die Farbe wird dünner. Wie wunderbar. Auch Pinsel und Rolle erzielen diesen Effekt. Erst auf dem Untergrund wird's dünner, so wie es mir schmeckt. Lasse ich den Pott nun wieder ruhig stehen, dann wird's wieder dicker, ihr werdet schon sehen. Dafür braucht man aber ein bisschen Geduld. An dieser Sache ist das Tixharz schuld. Um diesen Effekt also richtig zu spüren, soll man die Lasur schon am Vortag verrühren. Ein weiteres Beispiel ist nicht so bekannt, doch trotzdem gehört es bei diesem Thema genannt. Der Leinölkitt ist erst ziemlich hart, doch wenn ich ihn knete, dann wird er ganz zart. Und wenn man sich nun einen Spritzlack anschaut, dann denkt man zuerst, wer das denn versaut? Der ist ja ganz quakig, wie soll ich den spritzen? Da kam schon der ein oder andere ins Schwitzen. Das ist kein Problem, ihr könnt es euch denken. Im Schlauch fängt er an, die Viskosität zu senken. Und wenn er sich dann auf der Türe anhäuft, wird er wieder dicker, damit er nicht läuft. Jetzt habt ihr es verstanden, so leicht war es noch nie. Denn ganz genau so funktioniert Tixotropie. Wir sind nun am Ende und müssen jetzt gehen. Adios. Amigos. Auf Wiedersehen.